Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Bereits letzte Woche Donnerstag habe ich ja schon über den Workshop gesprochen, da wurde er endlich hinzugefügt, hochgeladen war bis dahin aber noch nichts. Doch jetzt schaut euch das mal an. Dominierst du auch zu Hause? Ja, das klingt sehr gut. Ja, ja. Wir haben jetzt Tag 3 des Workshops, also seit 3 Tagen können Maps hochgeladen werden und ich möchte mal reingucken, was es da so gibt. Natürlich habe ich mir zuallererst mal Aimbots runtergeladen, das ist klar, das kennt man ja noch von früher. Ach Gott, guck dir das an. Es ist noch exakt genauso, wie es damals war. Was ja auch irgendwie klar ist, warum sollte man irgendwas neu machen, was perfekt war. Ja, ob die Waffenauswahl funktioniert. Ich werde für Trainingsmaps auf jeden Fall noch ein eigenständiges Video machen, damit ihr so ein bisschen üben könnt, Aiming und Movement und hin und her. Aber für heute möchte ich auf jeden Fall so ein bisschen Classic mehr reindrücken. Also, die EDAS 2 Classic ziehen und für die Nostalgie natürlich noch Pool Day. Holy shit! Und wenn jetzt noch Pool Party dazukommen würde, das habe ich sogar noch lieber gespielt als Pool Day. Pool Day war dann eher so bei 1.6. Bei Source habe ich die meiste Zeit meiner Counter-Strike-Zeit bis dahin verbracht. Danach kann man dann Go und dann ist da sehr viel Zeit reingeflossen für YouTube und Co. Aber die meiste Spielzeit, also dieses ausgelassene Reindaddeln, hatte ich eben bei Source und das war hauptsächlich auf Pool Party, auf Breakfloor und auf anderen Glass-Maps auch noch. Ja, aber Pool Party war da auf jeden Fall ganz, ganz groß. Alter Falter, der ist auch AWP Lego, holy shit. Wenn jetzt noch AWP India mit dabei ist, dann flipp ich. Oh, da kommt Nostalgie hoch. Ich weiß noch, bei AWP India wiederum, die habe ich jetzt leider nicht direkt finden können, haben Wallin und ich mal ewig lange in Tour und Tour gespielt, weil wir immer wieder in die Verlängerung gekommen sind. Wobei hier auch, also das, oh, das ist ja ewig her. Das haben wir zu Source-Zeiten immer richtig reingeschwitzt hier. Und wir waren viele. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir damals so extrem viele waren. Ich denke, das war damals noch unser Clan, mit dem wir da so reingeschwitzt haben, die dann auf dieser Map hier rumgedödelt haben und natürlich auch auf anderen und ordentlich Spaß gehabt haben. Das ist wirklich geil, das wiederzusehen. Wir müssen unbedingt einen unserer Server umstellen, dass wir hier einen Fun-Map-Server haben. Oh mein Gott, Pool Day. Oh, oh, was steht da für Zeug rum? Hä? Das geht sogar kaputt. Ach du Scheiße. Nee. Das ist ja insane. Das ist ja absolut insane. Wer ist hier auf dem Klo? Niemand. Oh. Und das Wasser ist super. Also das, damit habe ich heute nicht gerechnet. Mit so einer krassen Nostalgie-Power plus sowas hier. Giftig, riech mal. Das ist giftig, Papa. Mensch, du mal, Papa. Also ich bin überaus nostalgisch geflasht plus dieses ganze... Oh, kann man da springen? Guck mal. Und ab dafür. Ich kann nicht mehr hoch, ich ertrink. Wie bei Sims, schnell, bitte. Ja. Zum Glück hat er die Leiter nicht vergessen. Warte mal kurz. Habe ich da eben einen Fehler entdeckt? Hoch? Ja, okay, gut. Das ist halt noch nicht so ganz ausgereift wahrscheinlich, ne? Dass man Wasser mitnimmt als ganzer Körper und das rauszieht aus dem Wasser. Ja, aber gut, da kann man auf jeden Fall drüber hinwegsehen. Let's go. Ah. Alleine dieser Spawn. Ach du Kacke. Boah. Guck dir das an. Ich hab so ein bisschen die alten Laufsounds noch im Kopf. Dieses Gepolter. Das ist ja pure Nostalgie, wirklich. Es frisst sich richtig in einen rein. Das ist perfekt für jeden alten Bock hier, mal reinzuglotzen. Nostalgie für die alten Böcke und neue Eindrücke für die junge Leid. Guck mal, das ist Peak Map Performance hier. Siehst du? Kebi, siehst du das? Einfach köstlich. Also das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig runde Sache hier, wenn man sieht, wie viel jetzt schon da ist und sicherlich, wie viel da noch hochgeladen wird. Man kann jetzt ja auch Items und sowas hochballern, da gucken wir dann auch nochmal in einem extra Video rein. Wirklich krass, dass jetzt endlich wieder der Zugang für die Community zu dem Spiel halt gefunden hat. Bei Go war das ja auch essentiell, dass die Community eben ganz viel pressen kann. Alleine schon wegen den Maps für eben auch die Operations dann. Natürlich aber auch für Sticker, Graffitis, Skins und so weiter und so fort. Also super. Vor allem so als Update für das letzte Video. Beim letzten Mal waren viele in den Kommentaren, die geschrieben haben, ja, aber ist das noch nichts da? Beziehungsweise bei mir wird noch nichts angezeigt in meinem Workshop-Ding. Und da konnte ich dann nur darauf entgegnen, dass im Update vor letzter Woche auch nur drin stand, dass der Workshop an sich jetzt da ist und man darauf hochladen kann. Ich nehme an, sie haben dann kurz darauf, ich glaube samstags, nochmal ein kleines Update gebracht, dass man dann eben schlussendlich auch alles komplett nutzen kann und nicht nur hochladen kann, sondern dass die Sachen jetzt auch so vorhanden sind, wie sie es eben sind. Ich bin auf jeden Fall schon voller Vorfreude auf die ganze Zockerei, vor allem natürlich mit euch, klar. Wir werden unseren Server auch wieder umstellen und ein paar richtig sweete Fun-Maps draufladen und dann können wir reinballern. Hier zum Ende hin werden wir noch geschwind ein Giveaway auflösen, das
das der AWP Pit Viper. Ich habe den Comment Picker bereits ready gemacht. Vielen Dank für 25 Kommentare und wir lassen direkt den Gewinner ziehen. Man musste in seinem Kommentar drinstehen haben, ob man den, wie man die Videos von Super Stadium findet. Die Videos sind auf jeden Fall unterhaltend. CS2 Compilations, die sich einfach über das Spiel lustig machen. Sehr optimal. Enno, du bist somit der Gewinner der Pit Viper. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge bitte noch deiner Kanalinfo hier bei Beschreibung deinen Trade-Link ein. Dankeschön. Und natürlich starten wir auch noch ein neues Giveaway und zwar geht es um die Star Trek P90 Grimm. Man macht wie folgt mit, füge bitte deinem Kommentar hinzu, ob du bereits Workshop-Maps heruntergeladen hast oder nicht und wie du die ganze Sache findest mit dem Workshop. Wir sehen uns dann gleich wieder im Livestream, heute Abend um 18 Uhr geht's wieder rund, Viewergames, Giveaways und so weiter und so fort. Ich streame übrigens dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Reinschauen und bis dann. Later. Mit dem Star-Trek leben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.